Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie zu Hause dabei sind. Und wir werden dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Die Aufstellung der Niederlande. Virgil van Dijk spielt mit Nathan Ake in der Verteidigung. Und im Sturm ist Memphis Depay. Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Im Tor ist Mike Maignan. Ibrahima Konaté spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Adrien Rabiot steht mit Aurélien Tchouaméni im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Olivier Giroud. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Gut den Ball verteidigt. Theo Hernandez. Mbappé. Antoine Griezmann. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Blind. Da ist De Jong. Das frühe Pressing jetzt. Luzarell, Gertruida. Frankreich jetzt. Dayot Upamecano. Tchouaméni. Sie kommen über Dembélé. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Xavi Simons. Dumfries. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Es gibt Ecke für die Niederlande. Ball ist Memphis Depay. Da ist der Ball weg. Sie kommen über Depay. Die Chance zur Führung. Gehalten, stark gemacht. Thank you.
ganz stark. Dembélé. Mbappé. Gut verteidigt. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Griezmann, ja, da gibt es mehrere Anspieloptionen. Kylian Mbappé-Lotin. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Rabiot. Thierry Henry ist ja der Rekordtorschütze von Frankreich. Wer ist denn der Rekordspieler, Buschi? Das ist Lilian Thuram. Unglaubliche 142 Spiele hat er für die Nationalmannschaft absolviert. Da passt der klasse auf. Ecke kommt rein. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Gakpo. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Dembélé. Chance zur Führung. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Starke Aktion. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Van Dijk. Das Sake. Blind. Blind. Cody Gakpo. Ja, ja, das ist Abseits. Kunde. Tchouaméni. Immer noch die Franzosen. Vorteil. Dembélé. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Freistoß für die Niederlande. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Cody Gakpo. Der Zug zum Tor. Was eine Chance! Latte! Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Bislang ist das hier ein guter Auftritt, oder? Wie ist deine Einschätzung? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt geht's hier los, die zweite Spielhälfte. Im Moment hat Frankreich hier eine knappe Führung. Ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben.
Rabiot. Er zieht vorbei. Frankreich mit dem Ballverlust. Cody Gakpo. Jetzt Dumfries. Van Dijk. Das ist Ake. Ake. Da trennt er ihn fair vom Ball. Mbappé. Upamecano. Zurück zu Mbappé. Hernandez. Olivier Giroud. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Es wird eine Auswechslung geben. Dembélé mit der Flanke. Da passt er auf. Ball geklärt. Hernandez. Hernandez. Fährmann. Luzarell Gertruida. Schirmt den Ball da richtig gut ab. Schön gesehen. Vorteil in dieser Szene. Weiter die Niederländer. Griezmann. Sie unterstützen gut. Antoine Griezmann. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Ake. Van Dijk hat ihn. Das ist Ake. Dumfries. Simmons. Ballverlust bei den Niederländern. Pass zu Mbappé. Schön dazwischen gegangen. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Niederländer bleiben am Ball, gibt Vorteil. Das ist Xavi Simons. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Ibrahima Konaté. Tchouaméni. Giroud. Er fängt diesen Pass ab. Dumfries. Fährmann. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Luzarell Gertruida. Ballverlust durch die Niederlande. Dembélé. Olivier Giroud. Koundé. Ja, Ballverlust. Er ist da und kann den Ball hier klären. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Hernandez. Den Ball holt er, gut verteidigt. Es wird jetzt hier gewechselt. Hernandez. Am Ball jetzt Adrien Rabiot. Tchouaméni. Und jetzt ein Schuss. Gute Abwehr. Lange dauert dieses Spiel nicht mehr und im Augenblick haben die Niederlande einen knappen Rückstand. Sie sind nur mit einem Tor hinten und die Fans geben noch mal alles. Die glauben noch dran, aber die Mannschaft, sie zeigt in vielen Szenen einfach zu wenig, spielt halbherzig. Jetzt oder nie, das müsste eigentlich die Devise sein. Der Schuss gehalten. Vielleicht geht jetzt was, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Erstmal geklärt. Malen. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Am Ball ist Memphis Depay. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? De Jong. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Vor über diesen Platzverweis. Ja, auch jetzt noch am Ende dieses Spiels. Die Fans wollten natürlich ein besseres Ergebnis und es war ja auch eine harte Entscheidung. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, starkes Spiel. Hat sich heute wirklich ein großes Lob verdient. Siegtor gemacht, aber das war ja lang nicht alles. Gab auch sonst noch viele gute Aktionen.